MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Weiter geht es hier im Let's Play Baustellensimulator 2016. Wir spielen weiter das Szenario. Übrigens, Dankeschön an all die, die dafür gewotet haben, dass wir dieses Spiel spielen. Ich wollte es euch eigentlich in einer noch besseren Qualität zeigen, in 4K, aber das Problem ist einfach, dass das Spiel 1920x1080 Pixel unterstützt und der Rest stürzt einfach leider nur ab. Schade eigentlich, aber gut. Ist halt kein exklusiver 4K-Titel, ne? Muss man auch mal gesagt haben dazu. So, wir machen einmal ganz kurz hier die Schuttarbeit als erstes. Dass wir die schon mal erledigt haben. So. Zack, zack, zack. Was cool ist, es gibt ja diese Bonis. Also, dass sich halt die Punkte stapeln, so gesehen. So, vorsichtig. Und los geht's hier. Auch wieder die wunderschöne Musikuntermalung. Kriegen wir das, wenn ich das so fahre? Ja, wunderbar. Dann müsste ich auch die anderen drei Haufen hier oben noch bekommen. Oder? Kriege ich sie? Ja, wunderbar. Und jetzt noch 9 Dreckhaufen. Dann haben wir das nämlich alles fertig. Zack, Ziel erreicht. Den Kollegen stellen wir ab und laufen einmal rüber zu unserem wunderschönen Bagger. So. Mit dem wir jetzt hier froh und munter dieses kleine, aber feine Gebäude abreißen werden. So, Modus wechseln war... die Tab. Und nochmal ein Schwinger da rein. So, das Haus muss weg. Ich hänge hier ein bisschen fest. Okay, jetzt nicht mehr. Wunderbar. So, nochmal ganz kurz. Und auch einmal hier das kleine Mauerstück einreißen, damit das direkt weg ist. Also funktionieren tut das ganze Prinzip ja super. Zack. Gut. Was mich ein bisschen stört, ist die Musik tatsächlich. Die ist ein bisschen zu laut, meiner Meinung nach. So. Gut, 300 Teile einreißen ist jetzt nicht in 2 Minuten gemacht. Das steht natürlich fest. Sollte aber machbar sein hier, oder? So, nochmal ein Schwenger. Gleich sind wir dann hier schon mit diesem kleinen Mini-Bereich soweit fertig. Okay, wir brauchen neues Benzin. Ich glaube, Benzin werden wir viel jetzt verbrauchen mit Pech. Was ich da jetzt wohl eher schlimmer drin sehe, ist einfach die Tatsache, dass das Gebäude verdammt stabil ist.
Wir bewegen uns einfach mal das Stück nach da vorne. Boah, unsere Schaufel hängt fest. So, jetzt aber nicht mehr. Wunderbar. So, vorsichtig. Jetzt hängen wir da schon an den ersten paar Zentimetern. Kein Problem, kriegen wir trotzdem gebacken. Ich denke mal, mit hier und da genug Schwung wird das locker klappen. Zweierbonus ist jetzt nicht der Hammer. Vierfacher Bonus, super. Zehnfacher Bonus wird ja immer besser. So, wunderbar. So funktioniert es natürlich auch. Ein bisschen tricky hier, aber ich bin erstmal der Meinung, Hauptsache es funktioniert. So, nochmal hier rüber. Sehr schön. Ja, wir haben noch gut zu tun, ne? Wir haben jetzt 190 Teile abgerissen. Können noch mal ein Stück vorfahren. Bis zum nächsten Teilstück. Wo wir dann auch wieder nachtanken müssen. Wahnsinn, was das Ding an Sprit verbraucht. Kann ich den ganzen Sprit nicht einfach mitnehmen? Cool. Achso, es verschwindet direkt. Okay, ich habe gerade gedacht, yeah, nimmst einfach zwei Packungen mit. Legst die andere Packung in die Nähe. Von wegen. Das dürften so 50 Teile sein ungefähr. Würde ich jetzt schätzen. Ja, vorsichtig. Mal einmal mit Schwung hier, mit Schmackes. Ja, ich glaube, wenn das Mäuerchen hier letztendlich gefallen ist, dürften wir soweit sein, sagen zu können, nächstes Level bitte, so gesehen. Aber das ist eine mühselige Arbeit. Ich hoffe, wir bekommen noch Sprengstoffe. Nein, Herbert möchte nicht mit Sprengstoff unbedingt spielen, aber sind wir mal ehrlich, wir haben mal keinen Sprengstoff. Ja, das Mauerstück hier hat tatsächlich so ungefähr 50 Teile gehabt. Lag ich ja zum Glück nicht ganz falsch mit. So, nochmal ein Schwenger. Nochmal ein Schwenger. Na, noch 13 Teile. So, noch 8. 4. Noch ein Teil. Ziel erreicht, Leute. So, einmal im Bagger zum Standort zurückfahren. Nichts einfach rumstehen lassen. Wie auf einer richtigen Werkstatt, genau.
Hier auf einer richtigen Baustelle bleibt auch nichts da liegen, wo es gebraucht wurde. Das wird nämlich hier weggefahren normalerweise. Ernsthaft, kurz vorm Ziel geht der Tank leer. Im Fachkreisen heißt das Baustellenmobbing. Hier nenne ich es einfach Hubi-Mobbing. So, Stück zurück. Ja, wie ihr schon hört, ich bin wieder relativ gesund. Die Nase läuft nicht mehr. Ja, woran lag es, dass nichts kam? Ich war verdammt erkältet. Also richtig, mit Grippe und allem. Und vor kurzem hatte ich dann einfach nur noch die Nase zu. Und die lief auch die ganze Zeit. Und ich hatte keinen Bock, dass ich euch damit nerve. Sehr schön, sehr schön. Sehr schöner Kontostand. Die ganze Zeit damit nerve, die Nase zu putzen und so weiter. Und deshalb habe ich gesagt, irgendwann, nee, komm, bringt ja nichts. So, reiße das Nebengebäude ab. Belohnung 3000 Euro. Haus wird renoviert. Stimmung. Okay. So. Halte das Hauptgebäude intakt. Okay. Was ist denn jetzt das Haupt und was ist das Nebengebäude? So, ich fahre jetzt erstmal die alten Metallpfosten hier um. Ne? Die so stabil sind, dass man sie einfach umknicken kann. Okay, gut. Ja, wir fahren im Bagger, ne? Das muss ich. Musste ich gerade auch nochmal überdenken, meinen Satz. Natürlich fallen, knicken die einfach um. So, sind ja insgesamt 19 Stück. Ich fahre auch 19 um. Ah, 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 ah. So, wunderschön. So, und was ist jetzt das Hauptgebäude? Und was ist das Nebengebäude hiervon? Reiße das Nebengebäude ab. Reiße das Nebengebäude ab. Aha. So meinen wir das. Das ist doch kein Problem hier. Das ist doch locker gemacht und ratzfatz fertig. Die haben Probleme hier.